Herzlich willkommen hier in Silverstone beim Scorpion Racing Esports Event. Hier einmal die Startaufstellung: Nico Schubert auf 1 in der Almwertung, Scheer auf 2, Venus auf 3, Brauner 4, Wirsen auf der 5, Hess 6, 7 Tonina und 8 100 Mark. Es geht in die Startaufstellung. Das Fahrerfeld fährt jetzt auf die Startampel zu. Wir sind jetzt auf der 30. Position. Ein Fahrzeug wurde zurückgeportet. Wir warten darauf, dass die Ampeln auf Grün springen. Es geht direkt auf Korb zu, eine sehr schnelle Rechtskurve. Hier müssen wir ein wenig Platz lassen, damit es nicht zu einer Startkollision kommt. Die Ampel sind auf Grün gesprungen. Wir hinter Hechte neben Christi Brauner. Das hintere Feld lässt Platz. Drive-through für Venus. Es geht nun, kommt auf die Maggots zu. Wir sind hinter Christi Brauner. 100 Mark versucht auch noch ran vorbeizukommen. Wir sind Side by Side neben Christi Brauner. Wir sehen eine Rallycross-Einlage. Ein Bandit off-track. Ein Bandit kommt wieder zurück auf die Strecke. Wir sind weiterhin neben Christi Brauner. 100 Mark versucht auch reinzukommen. Es geht nun die Hangar Straight entlang. Nächste Anbremsphase gleich Stove. Wir versuchen den Windschatten von Chris Brown zu nutzen. Wir bremsen an. Wir kommen nicht an Chris Brown vorbei. 100 Mark fährt neben uns. Wir sind gleich Side by Side. Es geht Vail hinunter und in Club rein. Wir bremsen an. Wir sind hinter Chris Brown weiterhin. 100 Mark kam nicht vorbei. Es geht gleich auf die Hamilton Straight lang. Jetzt noch eine Kurve. Wir können uns weiterhin hinter 100 Mark, bevor 100 Mark behaupten. Hamilton Straight. Es geht in Abbey rein, auch eine sehr schnelle Kurve. Danach in die Farm Curve. Anbremsphase The Village. Wir sind weiter hinter Christi Brauner. Wir sehen einen Porsche auf Abwägen. 666 Schneepflug abseits der Strecke. Wir sind hinter Christi Brauner weiterhin. Zu 100 Mark ist die Lücke größer geworden. Es geht nun Wellington Straight entlang. Wir schauen uns das Replay der Startkollision an. Wir sind bei einem Bandit. Wir sehen, wie er die Kontrolle verliert und off-track geht. Wir sehen ebenfalls Olli Künzer und Finn Litterscheid, die off-track sind. Wir springen jetzt mal bei Olli Künzer ins Fahrzeug. Wir sehen, wie er angeschoben wird zum ersten Mal. Jetzt kommen wir zur Anbremsphase in die Maggots rein. Jetzt wieder gerammt. Er verliert dadurch Kontrolle und geht off-track. Es müsste ein BMW gewesen sein, der ihn gerammt hat. Jetzt bei Christoph Kowoy im Fahrzeug. Wir sehen hier, wie er zum ersten Mal Olli Künzer angeschoben hat. Wir sehen in der Anbremsphase in Maggots. Er rammt Künzer in den Maggots. Jetzt Finn Litterscheid, er ist hinter der ganzen Situation gewesen. Wir sehen die Rallycross-Einlagen und er verursacht die Kollision mit einem Bandit. Zweite Runde, Anfahrt Cops Corner. Wir fahren sehr eng die Cops Corner, können damit sehr viel Schwung mitnehmen. Wir sind hinter Chrissy Brauner. Können wir den Überschuss nutzen? Es geht in Maggots rein. Wir lassen nochmal abreißen. Jetzt geht's in die Beckett. Gelbe Flagge in die Beckett. Wir sehen Mirko Horsburgh quer auf der Strecke. Er fährt an, trifft Christi Brauner, trifft uns. Christi Brauner ist off-track jetzt. Und wir haben einen Schaden vorne. Hoffentlich wird das uns nicht beeinträchtigen. Replay Horsburgh-Dreher. Mirko Horsburgh quer auf der Strecke in Beckett. Er fährt an, trifft dadurch Brauner und mich. Jetzt TV-Kameras, wir sehen hinter ihm Fabian Sottke, wie er ihn andreht. Dadurch kommt diese Endposition, dass Horsburgh quer in Beckett steht. Wir sehen, wie er anfährt und Christi Brauner trifft. Ansicht Fabian Sottke. Wir sehen, er fährt gut durch Maggots, er kommt in die Beckets rein. Mirko Horsburgh versucht auch in die Ideallinie zu kommen und da ist schon Sottke. Helicam, wir sehen den Treffer von Christi Brauner. Jetzt Markus Hundermark, er ist direkt hinter der Kollision gewesen.
Kann er profitieren von der Kollision? Nein, er wird sogar geschluckt von Schneefurt. Anfahrt Dorf, hinter uns Schneefurt. Er hat gerade durch die Kollision mit Hausbruch profitiert. Kann er auch bei uns profitieren? Wir haben einen starken Schaden vorne. Er ist in Schlagdistanz. Wir zeigen was halt in the Club rein. Wir fahren innen rein. Wir lassen uns Platz. Es geht auf die Hamilton Straight gleich zu. Er ist jetzt vorbei. Wir versuchen eng die Kurve zu nehmen. Können wir zum Konto gleich ansetzen? Spätestens Abby entscheidet sich. Kommt Schneefugt an uns vorbei? Ist das so? Ganz klar. Keine Chance gegen Schneefuchs. Er zieht weg. Doppelgelb auf Stadtzielgerade. Schiavone vor Kops. Wir können eng an der Unfallstelle vorbeifahren. Hinter uns 100 Mark. Wir haben den Aeroschein immer noch durch die Kollision mit Hautzburg. 100 Mark kann sich ranziehen. Wir fahren jetzt in Maggots rein und in Beckett. Er kommt immer näher. Können wir unsere Position... Wir schauen uns das Replay zum Schiavone-Unfall an. Schiavone ist mit Litterstadt im Zweikampf auf der Stadtzielgeraden. Schiavone wird von Litterstadt angedreht. Er schlägt mit Hochgeschwindigkeit in die Bande ein, kommt zurück auf die Strecke, fast eine weitere Kollision mit Thorsten von Hacht. Hoffentlich hatte Schiavone seine Hände aus dem Lenkrad. Wir sind jetzt bei Thorsten von Hacht auf dem Fahrzeug, Startzielgeraden. Er war hinter der Kollision. Wir sehen die Rallycross-Anlage von Schiavone. Von Hacht bremst stark ab, schafft es gerade so, die Kollision zu verhindern. Wir sind jetzt bei Finn Litterscheid. Wir versuchen mal herauszufinden, ob wir die Kollision verhindern können. Nein, er hätte sie nicht verhindern können. Es geht die Hangar Trail entlang. 100 Mark im Windschatten. Er setzt zum Angriff an. Es geht aufs Dorf zu. Wir sind side by side. Wir lassen uns Platz. Können wir uns weiter gegen 100 Mark behaupten? Ja, er steckt nochmal zurück. Es geht ja auf The Club zu. Eine sehr gefährliche Situation für uns. Wir bremsen an. 100 Mark bleibt weiter hinter uns. Wir haben einen Aero-Schaden. Wir kommen schlechter durch die Kurven als 100 Mark. Wir fahren auf die Hamilton Straight zu. Wir können uns weiter behaupten. Wir sind jetzt im zweiten Angriffsversuch von 100 Mark. Wir fahren in Maggots rein. Jetzt in Beckett. Wir können uns weiterhin erstmal behaupten. Jetzt die Chapel Curve. Es geht auf die Hangar Straight zu. 100 Mark im Windschatten. Er zieht raus. Er will einen neuen Angriff ins Dorf versuchen. Jetzt Dorf. Wir sind side by side. Er ist an uns vorbei. Können wir uns noch behaupten? Wir versuchen es. Wir sind wieder side by side. Es geht auf The Club zu. Er bleibt vorne. Können wir auf der Hamilton Straight nochmal einen Angriff versuchen? Es sieht nicht so aus. 100 Mark an uns vorbei. Wir sehen Nuffield. Hess konnte aufholen auf uns. 100 Mark fährt uns davon. Der Aero-Schaden macht uns zu schaffen. Ich entscheide mich jetzt spontan in die Box zu gehen. Ich versuche einen Undercut. Jetzt bloß keinen Fehler machen beim Boxeneinfahrt. Hitlimiter drin. Sehr gut. Jetzt die Frage, wie viel Boxenstandzeit haben wir? Wir wären auf jeden Fall nach hinten durchgereicht. Die Frage ist, wie weit? Und können wir uns mit diesem Undercut nach uns da vorne arbeiten? Boxenposition perfekt getroffen. Nach 31 Sekunden geht es wieder raus. Wir werden immer weiter durchgereicht. Der Zeitentower ist noch nicht ganz aktuell. Wir sind raus. Es geht in die nächste Runde. Es geht aufs Dorf zu nach unserem Boxenstopp. Hinter uns Olli Künzer. Künzer war in der Startkollision verwickelt. Wir fahren auf The Club zu. Können wir uns gegen Künzer behaupten? Vor uns Tonina. Gelbe Flagge. Künzer weiter hinter uns. Turnier abseits der Strecke.
Er lässt es passieren. Künstler direkt im Windschatten. Jetzt Hamilton straight entlang. Es geht auf Abby. Wir sind aufs Gras gekommen. Wir kommen ins Übersteuern. Wir sind side by side. Es geht ins Village. Wir bremsen uns hart rein. Könnten die Puste behaupten, lassen aber Künstler durch. Es war aus meiner Sicht ein zu scharfes Manöver. Es war unfair. Künstler an uns vorbei. Es geht auf Maggots zu, hinter uns Augsburg, dahinter jemand aus dem führenden Feld. Augsburg fasst bei uns ins Heck. Augsburg lässt jetzt den Fahrer aus dem führenden Feld vorbei. Er ist jetzt hinter mir. Ich will natürlich jetzt nicht durch eine Überrundung meine Position aufgeben. Es geht auf die Hangar Straight. Ich schalte früher hoch, versuche so viel Topspeed wie es geht mit auf Stove mitzunehmen. Kurz lupfen. Wir sind jetzt überrundet worden, hinter uns Augsburg, das Dorf durch, es geht auf die Klappe zu. Augsburg direkt im Heck, wir versuchen auf die Verteidigungslinie zu gehen, fahren sehr, sehr eng hier rein. Wir können uns weiter vor Augsburg behaupten, wir schenken uns hier gar nichts. Es geht auf die Hamilton Straight, sehr eng genommen, wir können ein wenig Abstand wieder aufbauen. Wir haben Abstand in der Hamilton Straight, kein Windschattenduell mehr. Jetzt Abby durch, sehr eng, Augsburg war fast im Heck, Village, schön eng genommen, Augsburg lässt Abstand, jetzt Loop, es geht gleich auf die Überlegung straight zu, wir können uns erstmal behaupten. Es geht auf Maggots zu, Hess kam gerade aus der Box. Augsburg side by side Maggots. Abstand wieder zu Beckels. Wir schenken uns hier nichts in diesen Kurven. Chapel Curve durch. Es geht auf die Hangar Straight. Jetzt gleich side by side Hangar Straight. Es geht aufs Dorf. Ich will so spät bremsen wie es geht. Wir bremsen sehr spät, wir können vorne bleiben. Augsburg bleibt aber innen, ist besser. Kollision mit Augsburg, Augsburg dreht sich. Das Replay vom Unfall mit Augsburg jetzt. Wir sehen, Augsburg fährt innen. Er korrigiert, Kollision mit uns. Er fliegt von der Strecke, wie es aussieht, total schade. Ändern die Sicht, Frontansicht. Wir versuchen herauszufinden, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Er bremst, er fährt innen, spielt mit dem Gas. Aus der Sicht kann man auch noch nicht sehen, wie genau es zum Unfall kam. Wir gehen in die Drohnensicht, in Zeitlupe. Wir sehen, wir bremsen sehr spät an. Augsburg fährt jetzt innen. Er bleibt innen. Ich versuche auf der Ideallinie zu bleiben. Und wie man hier sieht, ist Augsburg bei uns in die B-Säule gefahren und hat auch versucht, auf die Ideallinie zu kommen. Exifsdorf hinter uns von Hart. Wir sind aktuell P22, RP 23, jetzt Anfangs der Club. Wir können uns gut in die Kurve reinbremsen. Es geht jetzt auf die Hamilton Straight. Von Nacht ist aufgrund einer SG30 auf P23 zurückgefallen. Wir werden uns jetzt einen Kampf mit ihm liefern. Es war eine Fahrerwertung über uns, aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Jetzt Farmkorf. Wir bremsen an für The Village. Wir fahren sehr eng, wir versuchen uns zu verteidigen. Jetzt The Loop. Wieder sehr eng nehmen. Es geht auf die Wellington Straight. Vor uns ist 100 Mark mit einem Abstand von ungefähr 10 Sekunden. Jetzt Brooklands. Wir verbremsen uns. Die Chance für von Hart neben uns zu kommen. Wir side by side in Loughfield rein. Wir können uns aber weiterhin behaupten. Es geht auf Woodcourt.
danach auf die Stadt ziel. Der Druck von Haft ist enorm. Jetzt Kopfkurve gleich. Wir bremsen dafür an. Wir fahren sehr eng, versuchen so viel Schwung wie es geht mitzunehmen. Von Haft nimmt aber mehr Schwung. Jetzt Maggots. Er versucht einen Angriff in Maggots. Wir stecken lieber zurück, damit er vorbeikommt. Wir wollen lieber keine Kollision verursachen. Wir haben uns gut zurückgekämpft in diesem Rennen. Jetzt Wellington Straight. Die AM-Duelle beginnen nun jetzt. Hinter uns Hess, dahinter Venus. Wir sind jetzt in der AM-Wertung auf der dritten Position. 100 Mark hat das Fahrzeug abgestellt. Jetzt wird spannend in der AM-Klasse. Wir fahren jetzt durch Woodcourt und fahren auf Startziel. Hinter uns ist einer aus dem führenden Feld. Dies wird ein spannender Kampf. Wir sind Exit Cops. Hinter uns ist Hess, dahinter ist Venus. Wir versuchen jetzt in Maggots mit so viel Schwung wie es geht durchzukommen. Wir sind jetzt Beckett, wieder viel Schwung mitnehmen. Chapel Curve, bremsen an. Gehen wieder aufs Gas. Wir kommen ins Untersteuern, sind damit Off-Track. Wir gehen mit Vollgas Off-Track wieder auf die Strecke. Wir sind jetzt 3 wide, wir kassieren gerne die Verwarnung. Jetzt 3 wide aufs Dorf auf Anfahrt. Wir bremsen. Venus zieht vorbei. So wie Hess. Wir sind hinter Hess. Wir versuchen mit Schwung rauszukommen. Wir sind hinter Venus. Wir fahren auf The Club. Wir sind vor Hess geblieben. Wir bremsen an. Sehr eng, sehr eng. Wir kommen durch. Es geht gleich auf die Hamilton Straight. Spannend. Immer wieder Rad an Rad Duelle. Die Position wird in einer Tour mit Venus getauscht. Jetzt Hamilton Straight. Side by side mit Venus. Venus ist vor uns. Kurze Berührung. Jetzt Abby. Abby lassen wir Venus durch. Hess ist hinter uns geblieben. Es geht auf Village zu. Wir haben uns erstmal nur um eine Position verschlechtert. Das Replay vom Dreikampf zwischen Hess, Venus und mir. Ich bin in der Mitte auf der Hangar Straight. Wir fahren jetzt aufs Dorf zu. Wir bremsen an. Ich bin weiter in der Mitte. Beide sind vor mir. Venus bremst mich ein wenig aus, bin jetzt hinter Hess, versuche den Schwung wieder mitzunehmen, komm hinter Venus, kann mich neben Hess setzen, sogar vorbei, ich bremse jetzt in The Club an, fahr innen, bin side by side mit Venus, jetzt auf die Hamilton Straight, wir sind weiterhin side by side, ein Duell mit dem Werkskollegen hier, Hess hinter mir, er versucht den Windschatten zu nutzen, wir fahren auf Abby zu, bei Abby stecke ich zurück und versuche hinter Venus zu bleiben. Können wir zum Konter gegen Venus ansetzen? Es geht auf The Club zu. Es geht um die dritte Position in der AM-Wertung. Wir bremsen dran. Wir sind in den Windschatten. Wir fahren sehr hart die Kurven. Aber unsere Reifen machen hier langsam nicht mehr mit. Hamilton Straight. Keine Chance. Venus kann sich absetzen. Schade. Marcel Schiro hinter uns, dahinter Patrick Grassler. Sie sind beide in einem Kampf. Es geht um Position 2 und 3. Wir versuchen so schnell wie es geht Platz zu schaffen, damit die beiden an uns vorbeikommen. Es geht auf Abby. Wir versuchen außen zu bleiben, damit sie an uns vorbeiziehen können. Beide haben Platz. Sie kämpfen direkt vor uns. Es geht auf The Village. Es geht auf Loop. Sie sind weiter im Kampf. Shiro versucht viel Schwung mitzunehmen. Hoffentlich sieht er uns noch. Beide an uns vorbei. Die letzten Minuten des Rennens. Wir sind im Lafield. Hinter uns Hess und Christi Brauner. Diese liefern sich noch ein kleines Duell. Wir sind aktuell auf der vierten Position in der AM-Wertung. Wir fahren auf Woodcourt zu und somit dann auf die Startzielgerade. Wir wollen die Schwarz-Weiß-Karäte-Flagge für uns sehen. Wir wollen diese Punkte sicher mit nach Hause nehmen. Dort ist die Flagge. Wir sind über Startziel. Vierte Position AM-Wertung. Nun das Endergebnis der SRE GT3-Serie.
der Großpreis von Silverstone. Sieger dieses Rennens war Linus Lukassen aus der Pro-Serie. In der Amateurwertung Nico Schubert mit 25 Punkten Platz 1, Scheer 18 Punkte, 2, Venus 3, ich Platz 4 mit 12 Punkten, Hess 10, Brauner 8 Punkte, Tonia 6 Punkte, 100 Mark kann das Rennen nicht beenden, somit keine Punkte. Ich danke fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr ein weiteres Video von mir ansehen würdet. Kommt gerne zum nächsten Rennen auch dabei. Es freut mich. Auf Wiedersehen.